Hallöche, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute mit den Neuzugängen aus dem Juni 2022. Es ist echt verrückt, dass das erste halbe Jahr des Jahres schon vorüber ist, dass wir jetzt schon in die zweite Hälfte starten. Wo ist irgendwie gefühlt die Zeit geblieben, obwohl ich ja sonst kein Mensch bin, der das sehr häufig sagt. Aber in diesem Jahr habe ich das Gefühl doch ein wenig öfter. Es sind 15 Bücher bei mir eingezogen. Es ist auch ein relativ großer Stapel, was an haptischen Büchern bei mir eingezogen. Nämlich tatsächlich 11 Stück. Es ist nur ein E-Book bei mir eingezogen, ja, und 3 Hörbücher. Und da war ich doch ein bisschen verwundert, habe aber dann so ein bisschen also nicht verwundert über die Anzahl, sondern verwundert, dass es so viele haptische sind. Habe aber ja dann dran gedacht, dass ich eine Rebuy-Medimops-Bestellung hatte und auch einiges an Glück bei Tauschticket. Und dementsprechend ist da doch ein bisschen was zusammengekommen. Ich packe euch alle Bücher unten in die Infobox und verlinke gegebenenfalls auch, wenn ich die ein oder andere Empfehlung noch irgendwie habe, mit unten. Schaut da gerne mal vorbei. Es waren tatsächlich nur 12 Bücher, die ich im Juni gelesen habe. Das heißt, diesen Monat ist es nicht aufgegangen, dass ich mehr lese, als ich mir zulege. Das ist aber auch weiter überhaupt gar nicht schlimm, denn über alle 15 Bücher, wie sie hier liegen, freue ich mich. Manche sind auch schon gelesen oder gehört. Und ja, anfangen möchte ich aber noch kurz mit dem schönsten Neuzugang sozusagen des Monats, nämlich unserem neuen Familienmitglied mit Hund Weasley, der gerade da in der Ecke sitzt und so gar kein Interesse hat, irgendwie vorbeizukommen. Oder magst du mal in die Kamera schauen? Nein, mag er nicht. Er guckt mich an wie, ach Alte, was willst du gerade? Ja, aber ihr habt natürlich schon einen Blog darüber gesehen, den verlinke ich euch auch mal unten in die Infobox, wenn euch das so ein bisschen interessiert, wie auch so die Zusammenführung mit den Katzen und so war und ja, wo so unsere Baustellen sind, dann schaut da gerne mal vorbei. Mittlerweile ist er ja im Grunde schon den ganzen Juni hier, hat sich sehr gut eingelebt. Es gibt so 2, 3 Dinge, die wir noch ein bisschen, an denen wir arbeiten, aber das denke ich, kriegen wir auch hin. Und ansonsten, ja, macht er uns auf jeden Fall große, große Freude. Und hier variiert irgendwie das Licht. Ich hoffe, dass das einigermaßen klappt. Jetzt kommen wir aber zu den 15 Büchern und ein Buch, was nicht auf dem Sub landet, weil schon gelesen und nur nachgekauft. Begonnen hat der Monat mit der Autorinnenentdeckung mit Nora Roberts. Und zwar ist Mondblüte bei mir als Hörbuch eingezogen. Das habe ich ja auch im Hörgenuss schon besprochen. Das Video packe ich euch auch mal unten in die Infobox. Und zwar ist das der Auftakt der Zauber der grünen Insel-Reihe. Es ist eine Trilogie, die auch ein bisschen was Fantastisches hat. Und wir Mädels vom Hörgenuss haben ja gesagt, Mensch, lasst uns doch irgendwie jemand Neuem entdecken. Und wir haben recht schnell zu Nora Roberts gefunden. Und dementsprechend habe ich mir dann auch ein Buch herausgesucht. Das ist dann bei mir auch eingezogen und wurde im Juni auch schon gehört. Und mir hat hier vom Klappentext, um vielleicht zu erklären, warum gerade das es wurde, ja so angesprochen, dass es eben auch so ein bisschen den fantastischen Anteil hat und wir hier auch in Irland unterwegs sind. Und ja, das war so eine interessante Mischung, die mich angesprochen hat. Wie ihr es dann fand, könnt ihr gerne unten im Hörgenuss euch anschauen. Dann geht es weiter mit dem ersten haptischen Buch, Time is Honey, vom klugen Umgang mit der Zeit von Karl-Heinz A. Geißler und Jonas. Ich weiß gar nicht, ob das ein Familiengespann irgendwie ist, ob das Sohn, ja genau, ah ja, Vater und Sohn, richtig. Und das Buch, ich weiß gar nicht mehr, wie es mir über den Weg lief, habe ich dann auch bei Tauschticket gefunden und es heißt hier so schön, wiederholen Sie nicht die Fehler der Zeitsparer, Zeit will gelebt und nicht gemanagt werden. Und es ist wohl, enthält wohl Tipps auch für Beruf und Alltag. Bin ich super gespannt. Spannend, weil ich finde tatsächlich, dieses achtsame Leben beinhaltet eben auch, dass man nicht seinen ganzen Tag voll plant und managt und überlegt, wie kann ich noch irgendwie Zeit sparen, sondern dass man eben auch Zeit hat, um es zu leben. Und dementsprechend bin ich hier sehr gespannt, was mich erwartet. Dann gab es ja eine Rebuy- und Medimops-Bestellung, die ich euch auch schon in einem Video gezeigt habe. Ich packe das Video auch mal unten in die Infobox. Daher werde ich jetzt nur kurz auf die Bücher eingehen. Zum einen ist eingezogen von Füchsen und Menschen von Sophia Kim. Auf den Spuren unserer schlauen Nachbarn als Wildbiologin unterwegs in der Großstadt. Ich finde, Füchse sind eine ganz faszinierende Art von Tieren, eine faszinierende Lebewesen und umso schlimmer ja, wie in vielen Ländern auch mit ihnen umgegangen wird, dass sie auch da zum Abschluss freigegeben werden und so weiter. Und ja, hier bin ich sehr neugierig, was die Autorin für uns bereithält. Dann ist ein ja, Kinder-Jugendbuch von Trisha Kelly bei mir eingezogen, Hello Stone, der Zauber der Mitternachtsstadt. Ich habe da ja so ein bisschen zu
diesen Kinder-Jugendbüchern auch ein bisschen wiedergefunden. In der Regel ja eher im Englischen. Aber ich glaube, hier gab es gar kein englisches Original. Ich glaube, es gab hier gar keine Übersetzerin. Ach doch, aus dem Englischen von Ulrich Thiele. Ja, habe aber, glaube ich, das Englische gar nicht gesehen. Beziehungsweise war das Gebrauch jetzt günstiger als das Englische. Bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Und wir sind hier eben in Hellowstone. Dort gibt es Hexen. Und es gibt Werwölfe in den Mondbergen und wir haben hier eben das Hexenkind Prue und sie weiß eben, dass sich ihre Familie nicht mehr mischen darf, weil sie lebt jetzt mit ihrem Vater in Hellowstone, während ihre Mutter und ihr Bruder als Werwolf eben in den Mondbergen lebt und doch irgendwie vergisst sie dann mal das Tor zu schließen und dann gibt es großes Chaos und Magien vermischen sich und ja, das klang einfach super schön. Ich mag auch diesen Cover-Effekt und das durfte dann ebenfalls mit. Dann sind zwei Bücher beim Mediumops bei mir eingezogen und zwar von Francesc Mirales und Hector Garcia, Ichigo Ichi. Da habe ich ja letztens etwas über Ikigaya gelesen, ich glaube sogar von dem gleichen Autor, wenn ich mich täusche, genau. Das war auch von beiden, glaube ich, sogar richtig. Und hier bin ich super neugierig, denn es heißt hier so schön, jetzt oder nie, jeder Moment ist besonders. Und es gibt hier eben praktische Tipps, die unser Leben voller unvergesslicher Momente macht. Und ja, da bin ich super, super neugierig. Und auch Stille finden in einer hektischen Welt von Magnus Fried hat mich auch super angesprochen. Das habe ich, glaube ich, über die Flow entdeckt. Ich bin mir aber gerade nicht mehr sicher. Man sollte sich das vielleicht auch mal aufschreiben, wo man Bücher entdeckt. Ein Wegweiser zu Gelassenheit und innerer Ruhe. Wie man sieht, haben doch so manche Bücher hier irgendwie ein ähnliches Thema. Was möchte mir dieses Neuzugänge-Video sagen? Ja, könnt ihr mir ja gerne erzählen. Es geht hier um kleine Auszeiten vom stressigen Leben. Und ich möchte damit gar nicht sagen, dass mein Leben stressig ist. Bin gerade tatsächlich auch so ein bisschen verwundert. Aber manchmal finden einen Bücher zu einer Zeit, wo man vielleicht noch gar nicht weiß, dass man sie braucht. Wenn das irgendwie Sinn macht. Und dementsprechend bin ich hier auch super neugierig. Dann gab es ein Tauschpaket, bei dem ich mir auch eigentlich vier Bücher herausgenommen habe. Ich habe aber zwei direkt weitergegeben. Die habe ich für liebe Menschen rausgenommen und zwei für mich selbst behalten. Und zwar zum einen Magic Academy von Rachel E. Carter. Ja, da danke ich auf jeden Fall auch nochmal der lieben Susi, dass sie da an mich gedacht hat und ich mir da auch ein bisschen was aus dem Paket nehmen durfte. Hier ist das erste Jahr und auch wenn ich das Cover gar nicht so anspreche, fand, hat mich dann doch ein bisschen interessiert, dass wir hier eben in der Akademie sind, dass es hier um Magier geht, dass es Wettkämpfe gibt um begehrte Plätze und es soll fesselnd, magisch und romantisch sein, ist der Auftakt einer Reihe. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, ob es 5 oder 6 Teile war und ja, man soll in einer Welt voller Rivalen und Magie traue nur dir selbst. Hat mich angesprochen und ich bin da sehr gespannt, ob das was für mich ist oder weil es dann doch ein bisschen jugendlicher im CPT Verlag ist, ob es vielleicht zu jung ist, aber das werden wir sehen. Und als zweites Buch, ein Buch, was früher oft auf der Wunschliste stand, was immer wieder wegflog, was auch irgendwie immer mal wieder drauf kam, und zwar Die Insel der besonderen Kinder von Ransom Riggs. Ist auch der Auftakt, ich glaube, einer Trilogie oder vierteiligen Reihe. Und hier heißt es so schön, das Grauen, bist du bereit für dieses Abenteuer? Also klingt auf jeden Fall super spannend. Gibt ja auch eine Verfilmung. Ich kann mich jetzt gar nicht erinnern, ob die gut oder schlecht weggekommen ist. Aber allein dieses Cover hat es natürlich wirklich richtig, richtig cool. Da bin ich sehr gespannt. Es geht hier um Jakob, der von seinem Großvater keine Märchen erwartet, sondern er erzählt ihm von einer Insel, auf der merkwürdige Kinder mit besonderen Fähigkeiten leben und von den Monstern, die auf der Suche nach ihnen sind. Und ich bin natürlich super gespannt. Also ja, da freue ich mich sehr, sehr, sehr drauf, dass dieses Buch dann doch irgendwie, obwohl es schon ein paar Mal von der Wunschliste flog, dann doch zu mir gefunden hat. Ja, das war es aber noch gar nicht, denn weiter geht es dann mit einem Buch, das mir auch mal irgendwo wieder über den Weg lief, wahrscheinlich als ich mich ein bisschen mit Pinguinen beschäftigt habe, denn Der Pinguin meines Lebens von Tom Mitchell ist bei mir eingezogen, die wahre Geschichte einer unwahrscheinlichen Freundschaft, also das ist eine Geschichte, die beruht auf wahren Erlebnissen. Und es ist hier eine herzergreifende Freundschaftsgeschichte zwischen Mensch und Pinguin, wie es sie noch nie gab. Denn Tom Mitchell geht mit 21 nach Südamerika, ist dort als Lehrer an einem Internat angestellt. Und was er aber sucht, ist große Abenteuer, womit er aber nicht gerechnet hat, ist ein besonderer Freund. Denn er trifft dort auf einen ölverschmierten Pinguin und den nimmt er eben in Uruguay mit, rettet ihn und danach folgt dieser ihm auf Schritt und Tritt. Eine wunderschöne Geschichte und da freue ich mich drauf. Ich mag sowas sehr gerne, ist auch, finde ich, perfekt, einfach so für Sommertage. Und ja, Pinguine sind natürlich schon auch irgendwie was ganz Cooles und Besonderes.
Dann das erste E-Book des Monats war Das Reich der Vampire von Jay Kristoff, war ein Rezensionsexemplar, auch das findet ihr unten immer in der Infobox. Und das Buch ist mir zur Verfügung gestellt worden, schon relativ früh, ich glaube 2 Wochen vor dem eigentlichen Erscheinen. Und ich habe mich mega gefreut, auch dass ich diesen Wälzer mit 1000 Seiten dann doch nicht schwer als Hardcover in der Hand halten muss. Das Buch ist auch schon von mir gelesen worden. Die Welt war ja gefühlt total gehypt auf einen Vampirroman von Jay Kristoff. Ist der Auftakt einer Reihe. Ich glaube, es wird eine Trilogie. Und es hat jetzt ja doch ein Stückchen gebraucht, bis es dann auch in Deutschland erschienen ist. Und ich finde die Ausgabe wunderschön. Also ich finde Cover toll. Ich finde die ganze Aufmachung super. Es sind Illustrationen enthalten, die ich schon im E-Book toll fand. Bisher hat das Hardcover noch nicht zu mir gefunden, weil es doch nicht ganz ein Highlight war. Aber ich glaube, das ist nur eine Frage der Zeit, bis es dann doch bei mir einzieht. Ich persönlich würde aber gerne tatsächlich vielleicht mal noch Band 2 oder 3 abwarten und dann überlegen, welches der Bücher dann sozusagen haptisch in mein Highlight-Regal ziehen darf. Es ist eine düstere, brutale und wirklich atmosphärisch epische Vampire-Geschichte, wie ich mir das wünsche. Und ja, ihr könnt euch die Bücherwoche dazu auf jeden Fall mal anschauen, wenn ich dran denke, verlinke ich auch die. Ansonsten müsste es, glaube ich, die letzte Bücherwoche gewesen sein vom Samstag. Ja, wenn ich mich nicht täusche, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Dann habe ich auch bei Tauschticket entdeckt, das neue Buch von John Green. Hat mich total überrascht, es auch für relativ wenige Tickets gefunden zu haben. Wie hat Ihnen das Anthropozän bis jetzt gefallen? Notizen zum Leben auf der Erde. Von John Green ist ja eins meiner Lieblingsbücher, Das Schicksal ist ein mieser Verräter, und auch wenn mir danach, glaube ich, tatsächlich gar nichts mehr weiter von ihm so richtig gefallen hat, war ich hier super, super neugierig, denn er sagt selbst, ich wollte über die Punkte schreiben, an denen sich mein eigenes bescheidenes Leben und die gewaltigen Kräfte des Anthropozän überschneiden. Und er verbindet hier sein Leben mit den großen Fragen der Menschheit. Was hat Super Mario Kart mit sozialer Gerechtigkeit zu tun oder Google mit unserer Endlichkeit? Mit seinem Blick für Seltsames, Wichtiges und Überraschendes bewertet er die menschengemachte Gegenwart, eine berührende Perspektive auf unsere Lebenswirklichkeit und die existenziellen Erfahrungen des Menschseins. Ich mag sowas super gerne, bin gespannt, wie John Green das hier verpackt. Und ich habe mich wirklich super gefreut, es war wirklich ein, also ich glaube, es ist auch ein ungelesenes Buch gefühlt, also hat keine Ecken, gar keinen Dreck, oder vielleicht auch einmal zärtlich sozusagen gelesen. Da habe ich mich sehr gefreut, das bei Tauschticket zu entdecken. Das nächste Buch ist ein Rezensionsexemplar, was mir zur Verfügung gestellt wurde, und zwar das Kopfkissenbuch von Sai Shonagon. Das habe ich bei Fabienne gesehen, ihr Video, wo sie darüber spricht, packe ich unten in die Infobox, und das ist wirklich niedlich, also wenn man das mal neben ein normales Taschenbuch legt, sieht man schon so ein bisschen den Unterschied der Größe. Es ist relativ dick, und Fabienne hat in ihrem Video gesagt, dass das Besondere ist, dass hier, glaube ich, der Autorenname oder der Name des Buches nochmal in japanischer Schrift drauf ist. Und es geht, ich krieg's auch gar nicht mehr so richtig wieder. Wir bekommen hier einen tiefen Einblick in das Japan der Heian-Zeit, wie auch in ihr eigenes Seelenleben. Und es ist auch ein Bekenntnisbuch, was vollständig nun zum ersten Mal auch ins Deutsche übersetzt wurde. Und es hat hier und uns dabei von allen falschen Süßlichkeiten befreit, bezaubert durch seinen klaren, ungekünstelten Ton. Und wir haben hier eine kluge und selbstbewusste Frau, die Weltbewegendes neben scheinbar Banalem erzählt. Und ich glaube, es ging hier um eine, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, es ist auf jeden Fall auch eine japanische Kostbarkeit, die übersetzt wurde von Michael Stein. Und wir sind hier auf jeden Fall am japanischen Hofe, am kaiserlichen Hofe. Und es gibt hier intime Tete-a-Tetes und höfliche Impressionen. Und ich bin super gespannt. Also es ist auch echt eine kleine Schrift. Das kleine Büchlein hat auch irgendwie knapp, 670 Seiten, ja. Muss man mal gucken, ob man das süße Schätzchen mitnimmt. Aber ich freue mich drauf und bin echt super happy, dass ich das auch als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt bekommen habe. Dann ist Enzinger bei mir eingezogen, der dritte Teil der Lotus-Krieger-Reihe von Jay Kristoff. Und das haben wir auch schon gehört, jetzt auch, glaube ich, um knapp 10 Tage. Und das werde ich jetzt in der nächsten Bücherwoche, werde ich da final etwas erzählen. Es ist der letzte Teil einer Trilogie. Ich habe mich natürlich mega darauf gefreut, dass er nun endlich da ist. Ich glaube, knapp vor einem Jahr ist auch der erste Teil erschienen, der auch im Highlight-Regal seinen Platz gefunden hat. Hier finde ich das von der Optik auch wieder richtig, richtig schön. Und ich finde es so toll,
dass diese Reihe, die ja, glaube ich, auch schon ein bisschen älter ist, 8, 9 Jahre, dass die trotzdem übersetzt wurde von J. Christoph, einfach, ich glaube, auch durch den Hype von der Aurora-Reihe, von der Nevernight-Reihe. Wir waren alle gehypt auf das Reich der Vampire und ich glaube, das hat der Verlag richtig gut gemacht, der Cross-Cult-Verlag, dass er die Reihe dann ja an sich genommen hat und das in so cooles Gewand gepackt hat. Es wird im November, glaube ich, auch nochmal ein Zusatzbuch dazu geben, das 100 Jahre vor der Geschichte spielt. Ist recht happig vom Preis, ich glaube für 180 Seiten, knapp auch wieder 25, 26 Euro. Da werde ich auf jeden Fall wieder aufs E-Book zurückgreifen. Diesmal haben wir gehört und was ich dazu dann sage, das seht ihr dann im Video am Samstag. Das nächste Hörbuch ist eine Empfehlung von Thorsten und zwar Miss Agatha Christie von Marie Benedict. Hier geht es um das Verschwinden von Agatha Christie, das sie nie selbst aufgelöst hat. Also es ist eine wahre Geschichte, dass Agatha Christie, war das mal ein Jahr oder ein halbes Jahr, einfach mal verschwunden ist und nie darüber gesprochen hat, wo sie war, mit wem sie war, was da passiert ist. Und das greift Marie Benedict auf und ich habe mich hier auch fürs Hörbuch entschieden, zum einen, weil ich so eine Geschichte tatsächlich hörend mir ganz gut vorstellen kann und ich es eben auch ja, vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen habe und es ganz cool fand, dass ich es dann hören kann und mein Hörbuchsub tatsächlich auch ein bisschen geringer ist und ich dachte, das ist eine ganz gute Gelegenheit, um dann auch wieder was da auf den Stapel drauf zu bekommen. Und Thorsten hat da, ich glaube, sogar beim letzten Kingsiana Hangout drüber gesprochen, ja, ich glaube, und hat es auch gelesen und war sehr angetan, wenn ich es recht in Erinnerung habe und umso gespannter bin ich, denn Agatha Christie ist schon jemand, die ich als Autorin super interessant finde, als Mensch dahinter, ihre Geschichten, es auch immer Bücher gibt, die ich auch schon 2-3 Mal gelesen habe, alleine Tod auf dem Nil habe ich, glaube ich, 3 Mal jeweils im Ägyptenurlaub gelesen. Stand auch schon vor dem sagenumwogenen Hotel in Theben, in Luxor und fand das schon faszinierend, da auf dieser Terrasse zu stehen, wo Agatha Christie wohl auch den einen oder anderen Tee zu sich genommen hat. Also von daher, ja, was soll ich sagen? Das letzte Buch ist dann das neue Buch von Mia Newman alias Adriana Popescu, wo die Liebe dich findet. So. Und ja, das Buch ist bei mir mit dem ein oder anderen Gimmick eingezogen, zum Beispiel auch mit diesem coolen Lesezeichen. Es wurde auch von der lieben Mia Adriana signiert, finde ich richtig, richtig cool. Sie hatte hier tatsächlich so eine Vorbestellaktion und da habe ich gar nicht lang überlegt. Das andere Buch von Mia Newman ist ja im letzten Monat bei mir eingezogen und ich denke mal, dass ich die jetzt dann auch im Sommer lesen werde, weil ich mich da auch sehr, sehr freue. Wir sind hier in einem Wohlfühlroman wie eine Auszeit vom Alltag. Wir haben die Fotografin Amy, die in New York wohnt, glaube ich, genau, und die dann ins entlegene Montana geschickt wird und dort trifft sie auf einen wortkargen Cowboy, Jackson Redwood und ja, der hat nicht so viel für Großstädter übrig und ja, ich bin sehr gespannt. Ich muss gar nicht mehr wissen, ich bin so gehypt von Adriana auf ihren Instagram-Account und bin super gespannt, was mich hier erwartet und mit Montana macht man tatsächlich gar nicht viel falsch bei mir. Also sobald es auch ein bisschen ländlicher wird und hier wahrscheinlich dann auch Pferde so eine Rolle spielen werden und die Landschaft und ach, auch so ein cooles Cover und da freue ich mich sehr, das dann auch zu lesen und auf die großen Gefühle, die es ja unter dem Pseudonym Mia Newman gibt und ja, freue ich mich ebenfalls drauf, es zu lesen. Und das waren jetzt die 15 neuen Bücher. Das letzte Buch habt ihr auch im Unpacking Rebuy Medimob schon gesehen. Das ist Stephen King, Das Leben und das Schreiben. Ein Buch, was ja ein absolutes Highlight für mich war, was wir ja, ich glaube, auch im April, Mai gelesen haben. Und wo ich gesagt habe, ja, das muss definitiv mal neu bei mir einziehen, beziehungsweise als haptisches Buch, weil ich es als E-Book gelesen hatte. Und das hat sich jetzt eben auch ergeben. Und dementsprechend ist ein Buch, was auch im Highlight-Regal seinen Platz finden wird und ja, oder halt auch unten. Meine Bücher stehen ja eigentlich in den Stock tiefer, meine Stephen King Bücher, außer die Subbücher, die stehen hier, aber ja, schauen wir mal. Das hat mich wirklich unglaublich gut unterhalten und ist so eine Mischung aus Biografie, Schreibtipps, Bucherzählungen, wie er zu einer Geschichte gekommen ist, was ihn da bewegt hat und ja, großes, großes Bücherkino und da freue ich mich sehr, dass das dann auch bei mir eingezogen ist. Und ja, das waren sie jetzt, die 15 Bücher plus der Stephen King und ich bin sehr gespannt, ob ihr eins der Bücher vielleicht schon kennt, gerade auch was die älteren Bücher angeht. Schreibt mir das super gerne in die Kommentare, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns da austauschen oder sind bei euch vielleicht spannende, coole Highlight-Bücher eingezogen im Juni. Lasst es mich gerne wissen
Und ich bin sehr gespannt, was jetzt so in meiner Sommerpause im Juli bei mir einzieht. Ich glaube, es sind nur 2 Bücher auf der Neuerscheinungsliste. Dementsprechend könnte es vielleicht mal ein ruhiger Monat werden, was die Neuzugänge angeht. Ich werde mal gucken. Habe aber schon 2 Hörbücher zum Beispiel auf der Merkliste, wo ich denke, ja, das passt vom Wohlfühlfaktor auf jeden Fall dann auch in den Sommerurlaub. Und mal sehen, was ich da dann Anfang August berichten werde, welche Bücher bei mir eingezogen sind. Und ja, am Samstag kommt jetzt nochmal die Bücherwoche und dann verabschiede ich mich ja auch in die Sommerpause und bin dann auch erst Anfang August wieder da. Und ja, bis dahin auf jeden Fall ganz viel Spaß mit euren neuen Büchern, wenn bei euch was eingezogen ist. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.